Okay, irgendwie muss ich das jetzt, genau da muss ich das jetzt öffnen. Austritt Schwerelosigkeit. Isaac, verdammt, Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße! Das Signal wird schwächer. Folgen Sie dem Hauptsignal. Schön den Sicherheitsanzug gekauft, jetzt hier vergessen mich zu entmuten. Macht nichts. Hab eh nichts Wichtiges gesagt, so wie immer, ne? So, jetzt sind wir wieder ganz cool. Isaac, mit neuen Anzug. So, schönen Sicherheitsanzug. Gut, mehr brauche ich erstmal nicht. Obwohl, wisst ihr was? Ich gebe eh kein Geld aus. Wie viel können wir davon kaufen? Kaufe ich ein paar, damit wir unsere Waffen mal verbessern können. Aber so kaufe ich eh nichts, ne? Wir haben unsere Waffen, die wir hier benutzen. Sollte ich mir mal eine neue Maus kaufen? Hallo? Ich wollte gern... an meine Bank. So, dann gehen wir mal hier drauf. Wir haben 8 Stück. Was haben wir hier noch so? Nachladen könnte man mal machen und Tempo. Oder? Oder gehen wir zu Spezial? Kommen wir hier mal zu Spezial. Kostet ja nichts. Und, der kriegt aber mehr Kapazität und das reicht erstmal für den Anfang. So, richtig krasses Teil haben wir jetzt hier. 75 jetzt drin. Und der hat auch 75. So, können wir mal ein bisschen rüberschieben hier. Man auch speichern kann. So, einmal abspeichern. Geht ja Gott sei Dank ganz schnell hier so. Und wieder durch den engen Gang. Ich hoffe ja mal, dass da nicht irgendwann mal was drin ist, weil ich kann hier echt nichts machen. Das sieht sehr schön aus. Kann ich schlagen, gar nichts. Das wäre nicht so gut, wenn ich hier jetzt Gegner hätte. Au. Verdammt. Hallo? Ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel. Auch noch da durchgefallen. Oh Gott, nee. Ich werde auch immer fetter, obwohl ich mich hier die ganze Zeit bewege. Was ist denn das hier? Eine Abstellkammer oder was? Kleiner Abstellraum. Sieht sehr viel Munition jetzt, die wir bekommen. Das ist nicht immer ein gutes Zeichen, oder? Kann auch bedeuten, dass uns ein Endgegner bevorsteht.
Alter, so ein dreckiges Viech. Aber wir haben ja unseren Flammenwerfer. Der ganz gut ist. Will ich mal betonen. Mir macht das richtig Spaß hier, bisschen rumzubrutzeln. Sehr schick aber hier, muss ich sagen. Also, da haben die sich Mühe gegeben. Auch wenn das eine Schwachsinnsreligion ist. Okay. Waffenwechsel. Ganz ruhig. Hallo. Ich wusste es einfach. Und jetzt? Ding treffen. Komm, steh auf, Isaac. Steh auf, komm. Steh auf. Schuss das. Oh nein. Wisst ihr was? Ich hasse Kinder. Was ist das? Du nicht auch noch, also. Hier, hab den Fuß, Kinderfuß. Gut, nehmen wir erstmal wieder unseren Plasma-Cutter. Hier können wir raus, theoretisch. Aber ich will mich natürlich noch mal umgucken. Vielleicht ist hier noch ein Knoten. Ein schöner Energieknoten oder so. Die Munition ist hier auf jeden Fall. Mini-Packs kann man auch immer gebrauchen. Und Credits ja sowieso. So, sonst noch jemand auf den billigen Plätzen hier irgendwie... Nein, doch da. Mal schön E drücken die ganze Zeit. Zack. Okay, unser Plasma-Cutter ist echt stark geworden. Ein bisschen. Hey, wo ist denn der hinter uns hin? Hey, ich hab den doch nur Stase verpasst. Hm, vielleicht hat er dadurch den Kopf verloren, weiß man ja nicht. Puh. Hallo? Oh. Dem geht's nicht so gut. Da ist er ja. Haben wir ihn befreit von seinem Leiden? Gut, ich gehe aber mal weiter. Hier hält uns ja eigentlich nichts mehr. Auch wenn ich glaube, es wird nicht besser hier. Mal lieber nochmal draufstampfen, das ist sicherer. Eieiei.
Habe ich vor. So, ich hoffe, die kann uns echt helfen, die Frau. Damit wir so einen Müll hier nicht mehr sehen müssen. Ich will mit dieser ganzen Sache sowieso mal abschließen. Der arme Isaac. Sind Sie noch bei mir? Ich habe die Spitze der Kirche erreicht. Sie sind fast hier. Ich warte am Shuttle. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht doch noch schief und die beiden werden sich niemals finden. Das war fies. Ich war gerade am Trinken. Also wirklich. So, weiter geht's hier. Wir sind mal ein bisschen leiser jetzt unterwegs. Hallo? Gucken uns mal ein bisschen die Stadt an. Sieht eigentlich aus wie eine normale Stadt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Können wir speichern? Okay. Speichern. Hier sind ein paar Bücher, die interessieren uns aber nicht. Noch ein schöner Energieknoten und ein Schema. Kostet ja nichts, können wir mitnehmen. So. Nochmal schnell gespeichert. So. Ach ja. Da geht's weiter. Dana! Sie sind Unitologin. Natürlich sind Sie das. Warum habe ich Ihnen vertraut? Weil Sie keine andere Wahl hatten. Ich sagte Ihnen, es gäbe eine Heilung und Sie kamen hergerannt. Warum tun Sie das? Warum lässt man mich nicht einfach in Ruhe, hä? Sie sind ein gefährliches Geheimnis. Earthgirl wird Sie nicht in Ruhe lassen. Sie haben Angst, dass Sie den Marker zerstören. Schließlich haben sie ihn ja gebaut. Wovon reden Sie da? Naja, deshalb brachten wir sie her. Um Marker für uns zu bauen. Um die glorreiche Konvergenz auf die ganze Galaxis auszuweiten. Ihr seid echt unglaublich! Geben Sie mir das Heilmittel und lassen Sie mich gehen! Oh, wir wollen Sie nicht heilen, Isaac. Wir brauchen Ihr kostbares Köpfchen genauso, wie es jetzt ist. Würden Sie Isaac jetzt zum Shuttle bringen und ihn in Stase versetzen? Er darf auf keinen Fall sterben. Tschüss. So. Oh, komm, wir müssen uns retten. Nein. Oh, verdammt. Halt dich fest. Komm schon, ich muss mich festhalten. Schnell da rein. Verdammt. Ach du Scheiße. Okay, ich wusste jetzt nicht, wo ich hätte hinschießen sollen. Aber Zähne haben sie gut eingebaut. Fängt gleich wieder an. So. Hässliches Mystery. Schieß dir deinen dreckigen Arm ab, du Mystery. So, wo muss ich jetzt hinschießen, ist die Frage.
Man hat nur das Gesicht. Aua. Ja. Okay. Muss man auch erstmal sehen. Ich soll nicht gegen die kämpfen, ich soll rennen. Habe ich das Gefühl? Oh oh. Wirkt schon mal. Dieses Mistvieh lässt mich auch nicht in Ruhe. Dass ich meinen Sicherheitsanzug an habe. Kapitel 6. Isaac, sind Sie da? Können Sie mich hören? Was wollen Sie, Struss? Es ist vorbei. Alle meine Pläne haben sich gerade verabschiedet. Nein, es ist nicht vorbei. Jedenfalls noch nicht. Isaac, wir haben ihn gebaut. Also können wir ihn zerstören. Sie meinen den Marker? Wissen Sie, wo der Marker ist, Struss? Im Regierungssektor. Es ist im Regierungssektor. Ich erinnere mich. Aber wir müssen uns beeilen. Mir läuft die Zeit davon. Uns läuft sie davon. Struss! Struss, wo wollen Sie denn hin? Scheiße. Okay. Hätte man gleich auf diesen Struss gehört. Aber Isaac muss ja mal wieder seinen eigenen Willen hier durchsetzen. Was für ein Kampf gerade. So. Haben es aber Gott sei Dank überlebt. Lieber mal die Beine abtrennen. Waren wir hier nicht schon? Die Waschmaschine kenne ich doch. Okay, wir können jetzt zwei Wege nehmen. Speichern. Bench geht dahin. Aufgabe auch. Was ist denn dann hier? Möchte ich hier sein, ist jetzt die Frage. Er möchte hier auf keinen Fall sein. Deshalb erlösen wir ihn einmal. Gut, hier ist gar nichts. Wir haben den Marker also gebaut. Hm. Oder wurden gezwungen, wohl eher. Ich gehe einfach mal speichern.